wäre super, ja. So, jetzt nach diesem tollen Künstler haben wir unseren ersten Gastredner. Es ist ein Bürger aus Freilassing. Nein, woanders. Ruppolding, okay? Und er hat ein paar Worte an euch vorbereitet oder im Gedächtnis. Er heißt Eckhard Alfred und bitte Alfred, sprich zu unseren Gästen. Ja, grüßt euch, ich bin der Fred, ich komme aus Ruppolding und wollte eigentlich bloß ein paar Worte sagen. Und zwar bezeichnete ich diese sogenannte Pandemie nur noch als Krankheit, weil es ist nämlich nur eine Krankheit. Das ist weder eine Seuche, noch eine Epidemie, noch eine Pandemie. Und dann frage ich mich, warum so überzogene Maßnahmen gemacht werden, da man sagt, alles machen wir zu, alles schließt man, alles fährt man runter, die ganze Wirtschaft und alles wird kaputt gemacht. Und da sollte man sich einmal Gedanken machen, ob da nicht irgendwas anderes dahinter steckt, als wir diese sogenannte Krankheit oder Pandemie, wie es eben dargestellt wird. Und dann sage ich euch eins, schmeißt den Fernseher raus, dann gibt es kein Corona mehr. Und was ich noch sagen wollte, der Polizei noch sagen wollte, danke erst einmal, dass du aufpasst. Aber ich könnte euch noch eins sagen, ich habe nämlich einen Bericht gesehen von der Renate Künast, das ist schon einige Zeit her in YouTube, wo es eben gesagt hat, die Antifa, die müssen mit viel mehr Geldmittel gefördert werden. Und das sind die, wo auf die Polizei die Steine schmeißt und die, wo sagen Scheißbullen oder sonst irgendwelche Sachen. Und wir stehen friedlich da auf dem Platz und überall, wo wir demonstrieren. Wir sind nicht gewalttätig und gar nichts. Und ihr seid ja auch noch relativ gut, aber man sieht oft Berichte in Berlin, wie es da zugegangen ist mit der Polizei, wo eben gewaltsam gegen die Demonstranten vorgegangen wird, die wo friedlich waren. Das hat man eben gesehen und das finde ich nicht in Ordnung. Und ich weiß, dass ihr nicht auskennt. Ihr macht euren Job. Ihr habt euch ein Häusl zu abzahlen, habt eine Familie, ihr kennt es nicht aus, weil ihr einfach dann auch arbeitslos seid. Aber ich darf euch bitten, wenn es einmal wirklich drunter und drüber geht, dann seid bitte auf unserer Seite, weil es geht so nicht mehr weiter. Und das wollte ich euch einmal sagen, weil ihr gehört auch zum Volk, ihr gehört alle zu uns. Und ihr habt Verwandte, ihr habt vielleicht Bekannte, die wo auch da dabei sind. Und da müssen wir irgendwann mal gewaltsam vorgehen gegen die Leute. Wir möchten friedlich bleiben und wir möchten einen Frieden und wir möchten ein ordentliches Leben haben, so wie es früher war. Und bei diesen blödsinnigen Maßnahmen, was da in die Wirtschaften so weiter ist, die Bedienung, die muss eine Maske tragen, die anderen hucken am Stammtisch beieinander einen halben Meter auseinander. Ja, da fällt nichts. Und das soll man sich mal jetzt gehen lassen. Also das wollte ich jetzt kurz nochmal sagen, weil ich habe einen Veranstalter versprochen, dass ich ganz kurz halt. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und gebe mal den Mikrofon dazu. Ja, danke schön unseren Alfred Eckhardt für diese wahren Worte. Es ist dem nichts hinzuzufügen.